Sommerzeit ist nicht nur Ferienzeit, sondern auch Beachtenniszeit. Damit ganz herzlich willkommen zu Tiebreak heute aus Saar Louis von den deutschen Meisterschaften im Beachtennis. Und ich freue mich sehr, dass die Weltmeisterin bei mir ist, Mareike Biegelmeier. Herzlich willkommen, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Saar Louis, das Epizentrum des deutschen Beachtennis, kann man das so sagen? Ja, vom Turnier her auf jeden Fall. Vom Beachtennis her in Deutschland würde ich sagen, ist es sehr verteilt. Bisschen in Stuttgart, bisschen in Berlin, bisschen in Niedersachsen, bisschen an der Ostsee. Aber das Turnier ist auf jeden Fall das Highlight in Deutschland. Erzähl uns ein bisschen was zum Beachtennis allgemein für diejenigen, die noch nicht selber gespielt haben. Vielleicht erstmal, was ist das Spezielle? Was macht Beachtennis aus? Na gut, also wir spielen auf einem ganz normalen Beachvolleyballfeld. Ja, das Netz ist ein bisschen tiefer, auf 1,70. Dann ist es eine Mischung aus Beachvolleyball, Tennis und Badminton. Ich sag mal von der Reaktion her wahrscheinlich eher dem Badminton gleich. Von den Regeln eher so wie beim Tennis. Und Atmosphäre und Beinarbeit bzw. Bewegung allgemein eher wie beim Beachvolleyball. Und dann gibt es natürlich noch ein anderes Equipment. Du hast den Schläger mal mitgebracht. Was ist das für ein Material? Das ist ein Carbon-Schläger jetzt. Gibt es aber auch aus Kevlar, aus Fiberglas. Und hat den Vorteil, dass man damit auch sehr gut verteidigen kann. Was halt mit einem normalen Tennisschläger nicht möglich wäre, weil der Ball ja, bei einer Seite natürlich viel doller abprallt. Bei dem Schläger hat man jedenfalls nicht das leidige Thema, dass die Seite reißt. Dafür sind hier Löcher in der Mitte. Wofür sind die da? Die Löcher sind eigentlich für den Luft- oder Windwiderstand da, dass man den Schläger halt doch schnell von rechts nach links bewegen kann. Wenn da jetzt gar keine Löcher drin wären, dann wäre der Schläger erstmal noch schwerer und eben auch nicht sehr schnell beweglich. Kommen wir zum Sportlichen. Du bist hier in verschiedenen Wettbewerben am Start? Korrekt, ja. Ich spiele auf der einen Seite Mixed bei den deutschen Meisterschaften mit Benny Ringelstetter. Da verteidigen wir unseren Titel von den letzten 2 Jahren. Dann spiele ich mit meiner Schwester zusammen. Das erste Mal, glaube ich. Das erste Mal, ja. Sie ist jetzt auch eigentlich nicht wirklich eine Beachtennisspielerin. Sie spielt das so ab und zu mal freizeitmäßig, wenn sie Lust und Zeit hat. Mit der spiele ich die Doppelkonkurrenz jetzt bei den deutschen Meisterschaften. Und dann spiele ich noch mit Rafaela Miller aus Brasilien das internationale Turnier. Aber das zeigt doch Beachtennis für jedermann. Und ich würde sagen, wir verschaffen uns jetzt mal einen kleinen Einblick und blicken hinter die Kulissen der deutschen Beachtennismeisterschaften in Saar Louis. Sommer, Sonne, Strand. Top-Bedingungen für Beachtennis und das mitten in der Innenstadt. Eine einmalige Kulisse für die deutschen Meisterschaften der Trendsportart, bei der die Profis wie Nationalspieler Benjamin Ringelstetter ins Schwärmen kommen. Ja, wenn man sich hier umschaut, einfach die Atmosphäre mitten in der Stadt spielen zu können, auf einem kleinen Markt in Saar Louis. Ja, normalerweise spielt man überwiegend an Stränden Beachtennis, es ist leichter aufzubauen, aber das hier ist schon mal einmalig, man schüttet Sand auf, man stellt einen riesen Center Court hin mit 600 Zuschauern, spielt unter Flutlichtatmosphäre, also die ganze Stadt ist dabei, einfach toll. Für 5 Tage verwandelt sich der Marktplatz für die Beach Tennis Open Saar Louis zum größten Sandkasten Deutschlands. Ein Konzept, das ankommt. Wir haben vor 2 Jahren hier angefangen als Exote. Da kommt eine Münchner Agentur, die im Saarland ein Event machen will. Beach Tennis kannte kein Mensch, es war alles nicht so einfach. Mittlerweile, jetzt im 3. Jahr, ist es eine Saar Louis Veranstaltung geworden. Die Bürger von Saar Louis, die Stadt, alle drumherum sehen, es ist ihre eigene Veranstaltung. Und das ist eine schöne Geschichte. Je als Doppel wird in der Damen-, Herren- und Mixed-Konkurrenz um die Titel gekämpft. Als Höhepunkt werden die Finalspiele unter bester Flutlichtatmosphäre gespielt. Stammgäste sind dabei die mehrfachen deutschen Meister Benjamin Ringelstetter und sein Bruder Manuel. Also das Turnier ist langsam gewachsen und gerade in diesem Jahr von der Teilnehmerzahl enorm nochmal, dass in allen Kategorien Damen, Herren, Mixed und auch in den älteren Altersklassen die Felder fast voll sind oder voll sind, überfüllt sind sogar teilweise, dass Qualifikation gespielt werden muss. Also die Leute nehmen es sehr gut an und kriegen mit, wie schön dieser Sport ist. Als weiteres Highlight findet parallel zu den deutschen Meisterschaften eines der höchst dotierten ITF-Beachtennisturniere der Welt statt, bei dem die absolute Elite am Start ist. Rasante Ballwechsel, echtes Strandfeeling und packende Matches in Saar Louis. Wieder mal beste Werbung für das Beachtennis. Es ist einiges geboten hier in Saar Louis, schon zum 3. Mal in Folge. Wie hat sich die Veranstaltung entwickelt aus deiner Sicht?
Ja, sehr positiv. Also im ersten Jahr war es eigentlich auch schon eine Top-Veranstaltung. Kleine Sachen noch zu verbessern, die dann eigentlich letztes Jahr und dieses Jahr immer besser wurden. Und mal gucken, was der DTB selber dazu sagt, beziehungsweise in dem Fall die Vizepräsidentin Eva-Maria Schneider. Die haben wir nämlich hier auch getroffen. Das ist natürlich unser größtes Turnier auf ITF-Ebene. Und es ist zusätzlich noch eine deutsche Meisterschaft. Insofern hat das schon eine recht große Bedeutung für uns. Und ich bin auch sehr gespannt, mir das jetzt mal anzuschauen. Wir machen das seit 3 Jahren hier. Die Rückmeldungen aus St. Louis und aus dem Saarland sind großartig. Die Spieler fühlen sich sehr wohl hier. Das Teilnehmerfeld ist international sehr gut besetzt. Also das ist schon ganz weit vorne. Wer kann es besser beurteilen als die Weltmeisterin? Wo steht das Beachtennis in Deutschland im internationalen Vergleich? Ja, natürlich. Also jetzt von der Anzahl der Spieler können wir uns noch nicht mit Italien oder Brasilien oder Frankreich vergleichen. Aber man kann schon einen ganz, ganz positiven Trend sehen. Also ich sag mal, unter den anderen kleineren Beachtennis-Nationen sind wir sicherlich sehr, sehr gut strukturiert und auch mit dem Turnier hier super aufgestellt. Wir haben ja auch noch einige kleinere internationale Turniere. Was braucht es dann aus deiner Sicht noch, um den Schritt in Richtung Top zu schaffen? Naja, also erstmal nochmal die breite Masse an Spielern, also dass einfach noch mehr Spieler dabei sind. Ja, an der Jugendarbeit, da können wir noch ein bisschen was machen. Also wir haben jetzt schon einige super Jugendliche, aber da auch noch mehr in die Masse gehen, ja, also dass wir einfach noch mehr haben. Inwiefern würde es helfen, vielleicht auch das ein oder andere bekannte Gesicht aus dem Profi-Tennis in Richtung Beach-Tennis zu ziehen? Ist das realistisch? Ja, also ich denke mal, für die Leute, die mit dem Profi-Tennis aufhören und trotzdem natürlich nicht ganz raus sein wollen und Schläger in der Hand haben wollen, und ist ja auch ein super Gefühl, den Sand unter den Füßen zu haben und hier und da einfach mal das mit Urlaub zu verbinden, denke ich, ist das eine super Option. Ja. Dann greifen wir doch mal ins oberste Regal. Ich habe gehört, du wolltest mit Angie Kerber schon mal spielen, weil ihr euch auch aus früheren Zeiten noch ganz gut kennt. Ja, wir haben die ganze, sag ich mal, Jugendtour zusammengespielt und hier und da sind wir mal wieder im Kontakt und sie hat schon gesagt, sie würde das gerne mal ausprobieren. Bis jetzt haben es unsere Terminkalender noch nicht zugelassen. Mal sehen, ob sich das irgendwann mal ergibt. Das wäre natürlich super, ja. Wenn, dann sagt Bescheid, dann sind wir auf jeden Fall mit dabei. Ja, das wäre cool, ja. Die Profis sind ein gutes Stichwort. Wir begleiten sie auch bei Tiebreak auf Schritt und Tritt. Und in diesem Fall haben wir uns mal bemüht, uns innerhalb einer Minute Laura Siegemund zu nähern. Nein, ich habe keinen richtigen. Es gab so mal Sigi und Lauri, aber das macht nicht wirklich so viel Sinn. Und meine Mutter wollte einen kurzen Namen, den man nicht abkürzen kann. Mich mit Freunden treffen, gemütlich Kaffee trinken gehen und irgendwie die Heimat genießen auf irgendeine Weise. Sehr gute Frage. Ich würde gern irgendwie mal einen von den Musikern, Lady Gaga oder so, ich habe letztens den Film geschaut, oder irgendjemand, der so mega fame ist, wie er damit umgeht. Handtaschen. Es kommt ganz drauf an. Also wenn ich mich schick mache, richtig für Abend und so mit kompletten Tutti-Maske, dann schon so eine Dreiviertelstunde, Stunde mit Duschen und Haare. Bei jeglicher Art von Milchschokolade. Aber mein absoluter Favorite ist der gute alte Kinderriegel. Beim Tennisspielen? Nee, also ich bin relativ nervös immer vor, egal, wenn ich vor Leuten sprechen muss oder vor irgendwas, aber ich bin das schon gewöhnt. Das kommt ganz drauf an. Ich habe immer wieder so Phasen. Ich höre auch gern ruhige Musik. Meistens ist irgendwie Ed Sheeran oder so dabei. Ja. Wir haben es uns ein bisschen gemütlich gemacht am Strand von St. Louis. Mareike, ist es auch dieser Lifestyle, dieses Flair, das dich zum Beachtennis gezogen hat? Absolut. Ich war schon immer begeistert vom Strand, schon als kleines Kind. Habe sehr, sehr gerne auch nicht nur Urlaub am Strand gemacht, sondern eben auch jegliche Art von Sportarten. Und als ich dann gehört habe, dass es eine Racket-Sportart am Strand gibt, das war eigentlich perfekt, ja. Und Knackpunkt dann auch noch die gesundheitlichen Probleme, die du zwischenzeitlich hattest? Das stimmt, ja. Ich war, ich sag mal, aus dem Profibereich vom Tennis wurde ich schon weggezogen bzw. wurde so lange gestoppt und kann auch jetzt noch nicht so richtig wieder spielen. Also ich kann zwar spielen, aber nicht auf dem Niveau dann spielen, dass ich wirklich richtig trainieren kann, dass ich schmerzfrei bin auf Dauer. Insofern bin ich beim Beachtennis ganz gut aufgehoben. Und ja auch extrem erfolgreich. Was sind die internationalen Hotspots der Beachtennis-Szene? Ja, also ich sag mal, noch immer das Beachtennis-Land, wo Beachtennis herkommt und wahrscheinlich noch immer am populärsten ist, ist Italien.
Da gibt es jede Woche Turniere, ja, gerade im Sommer, aber auch im Winter. Also da sind wirklich sehr, sehr viele Spieler. Ansonsten das Land, was sich am meisten entwickelt hat die letzten 5 bis 10 Jahre, ist Brasilien. Also da boomt die Sportart dermaßen, kann man sich auch vorstellen. Da gibt es natürlich viel Strand auch. Ansonsten Frankreich, ja, auf den ganzen französischen Inseln vor allen Dingen auch, kommen sehr, sehr viele gute Spieler her. Aber mittlerweile auch also andere Länder, wo man sich das jetzt vielleicht nicht so denkt. Russland, ganz bunt gemischt, in Asien spielen sie es auch. In Thailand und in Japan sind auch viele Spieler, eine richtige Tour da in Japan schon. Also dein Lieblingsturnier ist in? Ist auf Aruba. Aruba ist mein absolutes Highlight, ich glaube von vielen Spielern. Sehr, sehr groß, wunderschöner Strand, unfassbares Meer. Ja. Und die Atmosphäre ist einfach unfassbar. Also letztes Jahr waren es, glaube ich, 1500, 2000 Teilnehmer bei dem Turnier. Also jetzt nicht Profis, aber da spielen die auf in jeglichen Kategorien. Aber deshalb ist der Center Court halt auch immer prall gefüllt und die Atmosphäre einfach bombastisch. Was ja auch beim Beachtennis ähnlich beim Beachvolleyball herausstechen ist, ist es immer ein Partner dabei. Korrekt. Und in Sachen Doppel haben wir einen großen Erfolg schon gehabt auf der Profitour in diesem Jahr, nämlich unsere French Open Champions Kevin Krawitz und Andreas Mies. Und die haben wir beim Turnier in Hamburg zu einer ganz speziellen Challenge gebeten. Hi, hier sind Andi und Kevin. Und wir treten an zur DTB Challenge Ball hochhalten. Großartig, komm jetzt. Andi, was war da los? Ich weiß es nicht. Kevin war heute leider besser. Ach, die kleine Abkühlung haben wir uns verdient, wobei es geht fast schon ein bisschen Richtung Eisbad. Ja, ja, ist also schon ziemlich kühl, habe ich gar nicht erwartet. Aber ist erfrischend. Regeneration, auch so ein Stichwort. Wie sieht der Trainingsalltag bei dir aus? Ja, also ich sag mal, wenn ich in Berlin zu Hause bin, mache ich mich meist eher physisch fit. Ja, versuche viel im Fitnessstudio zu machen. Auf dem Platz bin ich meistens nur so vielleicht 2-mal die Woche. Wenn es gut geht, 3-mal die Woche. Ist halt auch nicht so einfach mit Trainingspartnern und so weiter. Kann dann aber auch natürlich ein bisschen Conditraining auf dem Platz machen und auch außerhalb. Das ist so eher das, was ich, wie es zu Hause ausschaut. Und wenn ich dann unterwegs bin, dann trainiere ich schon wesentlich mehr auf dem Platz. Ja. Jetzt soll sich das Ganze idealerweise ja auch rechnen. Funktioniert das in der Weltspitze des Beachtennis? Also, wenn man die großen Turniere gewinnt, ja, wovon man immer nicht ausgehen darf, ja, dann funktioniert das halbwegs. Aber im Prinzip, wenn du das ganze Jahr über auf Turniere fährst, dann eigentlich nicht. Ja. Also da muss man schon ganz gut rechnen. Wir müssen immer noch vieles auch nebenbei machen. Also die besten Spieler geben ganz oft so Clinics, also kleine Camps im Ausland oder wo sie dann eben auf den Turnieren unterwegs sind. Ich habe mich jetzt entschlossen, noch nebenbei ein bisschen freiberuflich zu arbeiten. Einfach, dass ich da eine gewisse Sicherheit habe und nicht jedes Mal ein schlechtes Gefühl habe oder noch mehr Druck habe, um dann die Turniere gewinnen zu müssen. Wir freuen uns erstmal sehr, dass du weiterhin das Aushängeschild des Beachtennis in Deutschland bist. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Jetzt fange ich hier schon tatsächlich das Zittern an. Verdammt, ist das kalt. Das ist jetzt nochmal deine Kamera, um noch einmal Werbung zu machen fürs Beachtennis. Warum ist Beachtennis aus deiner Sicht die geilste Sportart? Ja, aus meiner Sicht einfach super actionreich und die Atmosphäre sollte jeder mal ausprobiert haben. Und ja, ich hoffe, euch im tiefen Sand mal zu sehen. Ja. Marke, ganz lieben Dank und wir sehen uns wieder bei der nächsten Ausgabe von Tiebreak. Tschüss aus St. Louis.